Ich und eine Brille, das würde irgendwie gar nicht passen. Ja, was willst du machen mit seiner Brille? Guten Morgen, meine Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video des Christmas Countdowns. Ich muss ja gerade erstmal überlegen. Ja, heute sind es noch 21 Tage. Wir haben heute den 2. Dezember. Also für mich gestern ging das Ankündigungsvideo online für diese Reihe. Und es kam wirklich so gut bei euch an und die Kommentare sind durchweg einfach nur positiv und das freut mich natürlich. Wie man eventuell erkennen kann, war ich eben duschen, habe mir gerade Frühstück gemacht, Tim ist auch schon zu Hause und schläft und ich muss mich gleich auf jeden Fall mal richten, denn ich sehe aus wie, ja, schon mal gegessen. Wie gesagt, ich habe mir auf jeden Fall gerade Frühstück gemacht und werde jetzt mal essen, denn ich habe mittlerweile echt ein bisschen Hunger bekommen. Laut meinen E-Mails soll der Tannenbaum heute ankommen. Ich hoffe es einfach mal. Ich verschreie es jetzt nicht, aber ich hoffe es halt, wie gesagt, einfach mal. Wie sehe ich eigentlich aus? Und dann hoffe ich einfach mal, dass er heute ankommt und wir den endlich schmücken können. Das wäre natürlich mega geil. Wir müssen heute noch zu Action oder zu Teddy, denn ich wollte mal gucken, ob ich eventuell noch Weihnachtsdeko finde, denn wir haben gestern ernsthaft mal gesehen, dass wir so wenig Weihnachtsdeko haben. Wir haben zwar mega viele Kisten gehabt, aber da ist halt wirklich so wenig drin und ich habe hier kaum was stehen. Also hier, das ist wirklich echt super wenig. Und deswegen haben wir gesagt, wir gehen nochmal gucken. Und wir wollen heute sehr wahrscheinlich mal zu Fielmann fahren. Denn Tim hat die letzten Wochen ein paar Probleme mit seinen Augen bekommen. Und wollte das einfach mal abchecken lassen. Ja, mit einem Sehtest. Wie das jetzt alles so aussieht bei ihm. Das ist jetzt erstmal so der Stand für heute. Wir haben zwar heute Montag, aber wir fahren heute nicht einkaufen, denn wir haben von letzter Woche irgendwie noch so viel an Essen übrig, weil wir das alles irgendwie über den Haufen geworfen hatten, warum auch immer. Und deswegen haben wir jetzt bis Mittwoch noch Essen. Also wir werden am Mittwoch einkaufen fahren, weil das der einzige Tag ist, wo wir jetzt so wirklich Zeit haben zum Kaufen. Werden wir das einfach dann am Mittwoch erledigen. Ich glaube, das war es jetzt erstmal so mit Updates, die ich für euch habe. Und dann werden wir uns hier gleich mal ein bisschen vernünftig richten. Leute, es schneit. Ich gucke gerade aus dem Fenster, es schneit. Wird zwar sowieso nicht liegen bleiben, aber die Flocken sind so riesig. Oh, hier. But the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is. Everything will be okay. Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out. Garage angekommen und werden jetzt erstmal zur Bank gehen und danach in den Teddy reinspringen. Ja, wir gucken mal, ob wir vielleicht hoffentlich noch Deko finden und danach werden wir zu Fielmann fahren. Ja. Da kann der Timmy dann seinen Sehtest machen. Na, mein Schatzi? Ja, und ich habe gesagt, ich gucke auch mal, einfach mal gucken, was mit den Augen ist. Was mit deinen Augen? Schlecht. Bist du blind? Tot. Bist du blind? Ganz blind. Ja, dann gucken wir mal, ne? Was ist dran? Ey, ich wollte filmen, wie du drückst. Ja, okay. Ja. So, wir sind jetzt bei Teddy wieder raus, haben ein paar Sachen gefunden. Ich werde euch das gleich nochmal genauer zeigen. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Und jetzt? Fahren wir. Wohin? Weiß ich selber noch nicht. Natürlich. Nee. Du hast nur keine Lust. Nein. Ja, also ich finde, die Sachen sind eigentlich so schön, wir haben jetzt ungefähr 11, ja, wir haben 11 Euro jetzt bezahlt, ne? Zu viel Mann. Finde ich auch einfach. Zu viel Mann, ja. Finde ich auf jeden Fall sehr schön. So, wir sind jetzt bei Fielmann angekommen und müssen jetzt noch warten und sollen uns Brillen angucken. So, welche? Die sehen aus fast wie meine Robot-T-Shirt. Oh Gott. Oh wei.
ich weiß. Viel zu schmal für meinen Kopf. Was? Jetzt viel zu schmal für meinen Kopf. Mein Kopf, ja. Das ist bei mir das Problem. Die haben aber auch alle so voll kleine Ränder irgendwie. Die müssen irgendwie ein bisschen breiter sein, so wie da. Oder da. Oder noch ein bisschen breiter. Alles so schmal. Ja, hübsch. Na, lass mal. Sehr schön. Oh Gott. Ich und eine Brille, das würde irgendwie gar nicht passen. Ja, was willst du machen mit seiner Brust? Kontaktlinsen mal. Zieh du mal deine Nike an. Ah. Ohne Witz, ich finde die ist gut. Nein. Doch, die würde voll gut aussehen, weil die nicht so breit ist. Doch, weil die nicht so breit ist, die ist so ein bisschen dünner. Alter, trag die mal, du spürst die nach 2 Sekunden schon gar nicht mehr. Ist die leicht? Die ist voll leicht. Das steht sogar dir. So, und was ist jetzt rausgekommen? Mano. Dass du ein Blindfisch bist, mit 2 Dioptrien. Minus oder Plus jetzt? Wir sind doch wegen dir da hingegangen. Ja. Warte, das steht irgendwie schön. Minus 1. Ich habe keine Ahnung. Ich kann es nicht mal lesen. Wo? Minus. Ich weiß nicht, 1 was davon ist. Und minus 0,75. Ja. Das war nicht mein Plan. Ich wollte eigentlich nur da hingehen, damit die dir sagen, dass du blinder bist als ich. Das war sowas von Karma. Ja. Oh Mann. Meine sind ja sogar ziemlich eigentlich gut, aber. Also wir haben jetzt zumindest eine Brille für Tim gefunden, mit Gläsern, aber ich nicht. Also ich finde noch keine. Wahrscheinlich, weil ich mich absolut nicht damit angefreundet habe, dass ich eine brauche. Ja, warte, das ist auch so. Du musst dich daran gewöhnen. Oh Mann. Ich habe mit Brille kein Problem, das ist der Unterschied, weil ich ja schon mal eine... Ich meine, ich hätte jetzt auch kein Problem damit, eine Brille zu tragen, weil ich die sowieso wahrscheinlich nur beim Video bearbeiten jetzt oder beim Autofahren anziehen würde. Hm. Weil sonst brauche ich die ja weniger. Aber wo... Aber meine Man sieht sogar noch, dass ich bei meisten Sachen besser lesen kann als Tim. Hallo? Hm. Das war nicht die Abmache hier. Nee, will ich nicht. Kannst du selber machen, kannst du selber anziehen. Jetzt geh weg. Ja, mache ich ja dann auch, wenn du mir die Brille holst. Nein, kriegst du ein Geschenk. Ja. Eine Vision-Controller. Du wolltest doch unbedingt ein Geschenk haben, dann hast du eins, eine Brille. Eine Elite-Controller will ich haben. Eine Brille von mir. Viel Mann. Deine Gläser. Brille, viel Mann. Deine Gläser ja extra so teuer sein müssen. Ja, normal. Ich muss nachts besser sehen. Ja. 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 Von Zeiss oder Rodenstock. Hm. Was machst du hier? Ich? Ich fahre. Bist du wieder Essen am Kaufen? Ja. Oh, Junge. Ja. Mensch, immer du. Nee. Ich kaufe eine Coke Zero. Zero, ne? Ja. Mit 2 Coupons. Oh ja, nee, ich glaube sogar mit 3, oder? Nein. Warte, wir knibbeln mal. Doch. Auf einer Straßen- oder am Bahnhof? Er hat gerade voll doof geguckt, wie ich das gemacht habe. Knibbel, knibbel, knibbel. Ist gerade ernsthaft dein Kopf fokussiert gewesen? Du bist doch nicht mal im Bild gewesen. Ich bin heim und hübsch. Du nicht. Und blind bist du noch dazu. Halt Schluss. Also wir sind gerade auf jeden Fall Essen am Holen. Ich bei... Dingensbums und du? Burger King. Ekelig. Hey, Burger King. Lass mich mal da oben wissen, ob ihr Team Burger King oder Team McDonald's seid. Ich war immer Team Mc's und irgendwann, wo ich dann zum Burger King bin, wo da habe ich mich erst recht dazu entschieden, auf jeden Fall Team McDonald's zu bleiben. Und ich bin zu Burger King gewechselt. Kalt? Oh. Oh. Es ist kalt. Oh, wenn einem eh schon kalt ist, boah, kriegt man Gänsehaut am ganzen Körper. Mhm. Ist gut. Hm? Die ist halt wenigstens mal nicht westlich. Ja, die ist gut. Als wir bei meiner Mama waren, da habe ich sie die ganze Zeit genervt, habe ich die ganze Zeit gesungen. Schinkabell, Schinkabell, Schinkabell Rock. Hat den größten Lachflash ihres Lebens bekommen. Schinkabell, Time at... Noch eine zum Preis für eine. Haben die jetzt nicht gemacht, oder? Doch. Wir haben jetzt einfach 2x trinken bekommen. Willst du mich jetzt verkackeiern? 2x trinken zum Preis für einen. Und wir haben auch noch was gewonnen. Nein. Was haben wir denn gewonnen? Eine Eistüte oder ein Softdrink. Ja, also heute läuft, würde ich sagen, ne?
Ey, ohne Witz, ne? Boah, das Licht ist gerade auch echt on point, ne? Alter, wir stehen gerade ganz normal bei Burger King am Drive-In. Haben jetzt hier auch die Sachen, das ist übrigens nicht mehr, ne? Stehen da ganz normal am Drive. Tim zahlt, kriegt Geld wieder, wir fahren. Er hätte 11 Euro zahlen müssen, also beziehungsweise 10,93, hat 11 Euro gegeben. Und wie viel hast du wiederbekommen? 11 Euro. Genau das, was ich gegeben habe, habe ich zurückbekommen. Genau so. Wir haben jetzt quasi, also Tim hat jetzt quasi umsonst Essen bekommen. Was für dir? Hm? Was ist los heute? Sollte so sein, merkst du? So, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause. Gerade die Tür rein. Okay, da kann ich euch nicht hinstellen, da auch nicht. Leute, unser Baum ist da. Endlich. Yay! Ja. Whee, unser Baum ist da, endlich. Oh mein Gott, ich freue mich so. Heißt, wir können morgen Tannenbaum aufbauen. Du? Nein, wir. Ich dachte, ich zeige euch noch ganz kurz meine Ausbeute von Feli. Habe ich einmal dieses super süße Ding hier gefunden. Das ist echt mega niedlich. Ja, was ist denn das? Ein Rentier? Mit der Glocke? Nein, Rentier. Hat 3 Euro gekostet. Finde ich auf jeden Fall sehr schnieke. Dann habe ich einfach noch so Schneeflocken geholt. Da ist noch so Glitzer dran. Für 1 Euro für einen Tannenbaum. Dann habe ich noch den Freund hier mitgenommen. Den finde ich echt richtig süß. Vor allem mit dem Fell hier. Und das ist super weich. Hat 2 Euro gekostet. Auch alles schön in Holz. Finde ich auch alles mega schön. Einmal Kotbeutel für Sam. Und einmal so einen richtig großen Napf. Da werden wir das Wasser reinmachen fürs Wohnzimmer. Wir haben bis jetzt immer so einen super kleinen Napf eigentlich gehabt. Und ich möchte jetzt mal einen größeren haben, weil Sam halt jedes Mal mit zwei Schlücken diesen Napf leer macht. Und ja, da wir auch noch andere Tiere haben, die gerne was trinken würden und die nicht an Sams Napf hier in der Küche rankommen, habe ich jetzt den hier geholt und ich hoffe, dass die da auch mit ihrem Kopf reinkommen. Wie gesagt, unser Tannenbaum ist da. Da steht er jetzt. Da. Und wisst ihr was? Der stand einfach vor der Türe. Er stand einfach vor der Türe. Es hat keinen interessiert. Ich krieg eben einfach nur so eine Nachricht. Hallo, ihr Baum ist da. Ja, danke schön. Der wurde einfach vor meine Tür gestellt. Es hat niemanden interessiert. Und da denke ich mir auch so, ernsthaft? Also ich meine, ich habe jetzt hier keine Angst oder so, dass mir einer hier meine Sachen klaut. Das nicht, aber es kann ja nicht sein, dass einfach mein Baum vor die Tür gestellt wird und davon ausgegangen wird, dass er da stehen bleibt. Also das, finde ich schon echt ein bisschen suspekt. Hallo, mein Schatz. Ich gehe jetzt mal mit dir raus. Der weiß schon, dass er eine Leine hat, ne? Was läuft denn bei dem? So, ich bringe jetzt erstmal unser Trinken rüber. Jawohl. Übrigens, bevor jetzt welche fragen, dazu möchte ich jetzt noch ganz kurz was sagen. Ja, wir waren bei Burger King und bei McDonald's heute, obwohl heute nicht mein Cheat Day ist. Das liegt einfach daran, dass ich die komplette letzte Woche quasi kein Weight Watchers gemacht habe. Ich möchte ehrlich zu euch sein, ich möchte das nicht für mich behalten und sagen, ich nehme trotzdem die ganze Zeit weiter ab und healthy lifestyle und keine Ahnung. Ich habe die ganze letzte Woche nicht gezählt. Lag einfach daran, dass wir super viele Termine hatten und es einfach nicht geschafft haben, die ganze Zeit dann noch zu kochen oder sonstiges. Ich war Montag auf einem Event, da habe ich dann noch gegessen. Ich war super spät zu Hause, da haben wir uns dann später noch irgendwas in den Ofen geworfen. Mein Bruder jetzt am Samstag Geburtstag, da waren wir dann beim Chinesenessen. Und ich habe keine Ahnung, also irgendwie läuft es im Moment nicht so. Deswegen haben wir uns heute einfach, weil es schon so spät war und wir super lange noch bei Fielmann saßen und das alles viel länger wurde als eigentlich geplant, ja, haben wir gesagt, bevor wir jetzt noch zu Hause kochen müssen und alles und das halt noch mega lange dauert, dass wir einfach uns was zu essen holen, dass es halt einfach ein bisschen schneller geht. Das Problem ist halt, ja, dass ich gegessen haben möchte, wenn Tim ins Bett geht und das ist halt um 9 Uhr. Und danach möchte ich eigentlich ungern noch unbedingt was essen. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir diese Woche quasi nochmal normal essen. Also jetzt nicht wirklich auf Weight Watchers achten, sondern ich versuche halt einfach nicht über die Stränge zu schlagen. Ja, dass ich jetzt halt nicht die ganze Zeit zu 1000% drauf aufpasse, weil es halt einfach im Moment von der Zeit her leider nicht wirklich funzt. The food and the drink ist hier. So, ich werde jetzt Sam was zu essen geben. Die Miezen haben sich hier alle an die Futterbar gesetzt. Hallo, boah, siehst du klein aus neben dieser riesigen Schale. Da ist Amelie. Hier ist Sammy. Hier ist jetzt erstmal was zu essen, ne? Das hier ist der Wassernapf. Und der ist halt echt wirklich sehr klein. Deswegen kommt der jetzt hier weg.
Und der kommt jetzt dahin. Wir werden jetzt noch das Trinken da ins Büro bringen und dann werden wir ins Büro gehen. Ich werde mich jetzt noch kurz umziehen und dann freue ich mich aufs Essen. Ich dachte, ich unterhalte mich jetzt noch mal ein wenig mit euch und erkläre euch noch mal das ganze Ding so um das Thema Brille, weil ich denke mal, das war für euch eben so ein kleines bisschen vielleicht unerklärlich oder so oder ein bisschen, weiß ich nicht, verwirrend. Und zwar, wie gesagt, Tim hat seit ein paar Wochen, hat er das Gefühl, dass er halt einfach schlechter sehen kann, fühlt sich beim Autofahren teilweise auch nicht mehr sicher. Und deswegen hat er gesagt, er möchte einen Sehtest machen, einfach um sich sicher zu sein, dass er halt keine Brille braucht und sonstiges. Und deswegen haben wir halt den Termin quasi gemacht, sind wir halt heute zum Sehtest gegangen. Und ich habe halt gesagt, einfach nur um für mich selber sicher zu sein, ob ich keine Brille brauche, auch wegen dem Autofahren oder so. Und weil ich halt teilweise auch mal starke Kopfschmerzen habe, wenn ich lange Videos bearbeite oder so, oder überhaupt lange am PC sitze, dass ich das einfach mal abchecken lasse, weil ich auch immer das Problem hatte, dass mein rechtes Auge irgendwie teilweise ein bisschen hinterherhängt mit dem Gucken halt einfach, also mit dem quasi Anfokussieren von Sachen. Ich merke das halt auch, wenn ich mir das linke Auge zuhalte, dass ich mit dem rechten sehr schwer irgendwie Sachen lesen kann, beziehungsweise scharf sehen kann. Ja, und dann haben wir halt, wie gesagt, die Sehtests gemacht und da kam dann raus, dass ich an meinem linken Auge, ich kenne mich noch nicht mal damit aus, ne? Also ich glaube, Dioptrien nennt man das oder so, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich am linken Auge minus 0,75 und am rechten Auge 0,1, nein, und am rechten Auge minus 1. Also das hat mich dann schon ein bisschen geschockt. Tim hat auf beiden Augen minus 0,25. Das ist natürlich um einiges besser als bei mir jetzt. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir uns erstmal um Tim kümmern, weil ich damit absolut gar nicht klar kam. Das war für mich ein bisschen zu viel jetzt. Also ich fände es absolut nicht schlimm, wenn ich eine Brille bekomme, um Gottes Willen. Also es gibt tausendmal schlimmere Sachen auf dieser Welt, als eine Brille zu tragen. Aber keine Ahnung, ich habe mich halt einfach gar nicht darauf eingestellt oder so. Und deswegen habe ich wahrscheinlich auch einfach keine Brille jetzt gefunden. Ja, und wir waren dann halt einfach da noch beim Optiker und jetzt mir noch ein paar Brillen rausgesucht. Ich sollte mir einfach noch ein paar anschauen, aber fand jetzt auch wirklich keine da so perfekt passend. Vielleicht werden wir noch mal in eine andere Fielmann-Filiale fahren oder wir, keine Ahnung, gucken jetzt Ende des Jahres, im neuen Jahr nochmal danach, ob wir da irgendwie bessere Modelle finden oder wir gucken halt einfach mal online, was es da so gibt. Aber jetzt so im Laden habe ich eigentlich nur eine gefunden, die mir relativ gut gefallen hat, die mir aber leider zu groß war. Und das ist natürlich dann auch schwachsinnig, wenn ich mir eine Brille hole, die zu groß ist, wenn ich die immer wieder anziehe. Und deswegen haben wir uns jetzt erstmal nur auf Tim fokussiert. Wir haben auch schon ein Gestell gefunden, was ihm auf jeden Fall sehr gut steht. Das hatte er, glaube ich, auch an, als wir die Brillen anprobiert haben. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Wie gesagt, für ihn haben wir auf jeden Fall was gefunden. Für mich haben wir leider nichts gefunden, aber wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall mal schauen, dass wir da noch was finden. Und dann, na, bin ich mal gespannt, wann wir die Brillen wie wo holen, denn wie gesagt, Brillen sind ja auch nicht mal eben so super günstig. Deswegen müssen wir jetzt erstmal darauf warten, was ich jetzt noch für ein Gestell finde. Und dann werden wir da mal nachgehen und dann mal gucken. Das hat mich auf jeden Fall ein bisschen so aus der Bahn geworfen, weil eigentlich war das so gar nicht geplant, dass ich überhaupt ansatzweise eine Brille brauche. Aber wie gesagt, es gibt Schlimmeres, um Gottes Willen. Also das ist jetzt so das Endergebnis vom Optiker. Ich glaube, das war jetzt eigentlich auch alles so, was ich sagen wollte. Wir haben es heute übrigens leider nicht mehr geschafft, den Adventskalender aufzumachen. Wir waren so lange beim Optiker heute, dass das alles einfach nicht mehr geklappt hat. Deswegen, ja, werden wir das, denke ich mal, dann morgen machen. Ich hoffe natürlich, dass euch der Vlog trotzdem gefallen hat. Morgen wird dann übrigens endlich der Tannenbaum hier im Wohnzimmer aufgebaut. Da bin ich auch schon mega gespannt drauf, wie der aussehen wird. Und da freue ich mich natürlich auch drauf, wenn der hier endlich mal steht. Wie gesagt, das war es jetzt aber auch von mir. Ich höre jetzt auf zu labern und hoffe natürlich, dass euch das Video heute gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich wie immer sehr über ein Däumchen nach oben von euch freuen und gerne über euer Feedback unten in den Kommentaren. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns morgen wieder bei einem neuen Christmas Countdown Video.